Heute für euch im Test die Fujifilm X-H2, eine 40 Megapixel APS-C Kamera. Ob sie ihr, naja, doch den ziemlich hohen Preis wert ist, das erfahrt ihr jetzt im Test. Dann erstmal ein flotter Blick auf die Kamera. 660 Gramm bringt das Gehäuse auf die Waage, inklusive Akku und Speicherkarte. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber klar, für eine APS-C-Kamera ist sie dann auch schon vergleichsweise groß. Man muss natürlich dazu sagen, Fujifilm hat optional die X-T-Serie, wer es kleiner und kompakter mag, das heißt, das ist hier ganz bewusst. Und ich persönlich mag das Gehäuse auch deutlich lieber als die X-T-Serie, denn gerade wer jetzt mal ein großes Telezoom oder so anbaut, da hat man hier mit dem Handgriff schon einfach mehr in der Hand. Im Handgriff drin habt ihr auch einen ziemlich großen Akku, auch aus der X-T-Serie, also da hat sich soweit nichts verändert. Vom Bedienkonzept im Gegensatz zu den X-T-Kameras von Fujifilm klassisch. Das heißt, ihr habt hier erstmal euer Moduswahlrad inklusive sehr vielen frei belegbaren Modi oder die ihr halt selber konfigurieren könnt. Habt dann einige Einstellräder dazu und ein Schulterdisplay oben. Das gibt es ja auch nicht mehr bei allzu vielen spiegellosen Kameras. So, Anschlüsse, auch da erfreulich viel. Unter anderem hier unten USB Typ C inklusive Möglichkeit zur Stromversorgung. Für die Leute, die gerne filmen, hätten wir hier drüber einmal Mikrofon und hier unten Kopfhörer, jeweils unter einzelnen Abdeckungen. Auch das natürlich sehr schön, damit da kein Dreck oder Feuchtigkeit reinkommt. Sowie hier neben noch HDMI in voller Größe. Weiterhin auf der Rückseite ein dreh- und schwenkbares Touchdisplay. Auch das nochmal ein kleiner Unterschied zur aktuellen X-T5. Die hat das ja nur in Anführungszeichen kippbar mit 1,6 Millionen Bildpunkten. Und darüber der sehr tolle elektronische Sucher, 5,8 Millionen Pixel Auflösung. Also wirklich ein sehr schön scharfes Bild, sowohl übrigens im Live-View als auch wenn ihr euch die Fotos anschaut. Hier drüben dann noch das Speicherkartenfach oder die Fächer, muss man ja vielmehr sagen. Einmal CF Express Type B und einmal SD-Speicherkarten, also je nachdem, was ihr präferiert. Dazu aber später noch mal mehr im Video. Jetzt aber zur Bildqualität. In der Kamera drin habt ihr einen 40 Megapixel APS-C Sensor. Hört auf den schönen griffigen Namen X-Trans-CMOS HR, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall wieder in Fujifilms X-Trans Sensor Layout. Das weicht ja ab so von diesem typischen Bayer Layout, was die Subpixel angeht, also wo jetzt rote, grüne und blaue Subpixel angeordnet sind. Soll traditionell dafür sorgen, dass ihr weniger mit so Farbmoré, Farbbändern zu kämpfen habt. Ist eigentlich bei so einer hohen Auflösung relativ egal, da spielt der Sensor-Layout dann nicht mehr so eine große Rolle. Sei es drum, weiterhin eine wirklich tolle Bildqualität, also abseits natürlich von der hohen Auflösung und eine wirklich sehr gute Dynamik, sowohl bei Fotos als auch bei Videoaufnahmen. Schauen wir uns gleich nochmal ein paar Demos dazu an oder machen einfach mal noch eine Aufnahme dann mit der Kamera. Und noch dazu, der Sensor ist stabilisiert, bis zu knapp 7 Stufen bekommt ihr hin und ihr habt auch so eine Art Dualstabilisierung noch mit drin. Also auch wenn ihr mit ein bisschen längeren Brennweiten arbeitet oder mit nicht stabilisierten Objektiven, wie jetzt hier zum Beispiel gerade dem neuen in Anführungszeichen Sigma 18 bis 50 mm, auch gerade erst rausgekommen für die Kamera, dann habt ihr da wirklich auch nochmal eine schöne Möglichkeit, mit nicht stabilisierten Objektiven zu arbeiten, zu filmen. Also ich denke, in Sachen Sensor plus Stabilisierung hat Fujifilm da wirklich ein sehr tolles Rundumpaket. Und selbst bei höheren ISO-Werten sehen die Bilder immer noch ziemlich gut aus. Das ist der Serienbildmodus der Fujifilm X-H2. Und ihr hört jetzt, wird es erst langsamer und das alles noch aufgenommen in RAW, allerdings verlustfrei komprimierten RAW-Bildern. Und das ist jetzt auf die SD-Speicherkarte abgespeichert. Wir haben eine ziemlich flotte SD-Speicherkarte drin, eine UAS2-SD-Karte. Allerdings würde ich dazu sagen, wenn ihr das Maximum in Sachen Auflösung wollt, weil speichert und speichert und speichert und speichert jetzt noch, das dauert dann doch schon eine Weile, den doch relativ großen Pufferspeicher irgendwann mal leer zu bekommen, dann solltet ihr zu CF Express Speicherkarten wechseln. Wir haben jetzt auch eine drin. Ich stelle in der Kamera einmal kurz um auf Speicherplatz Nummer 1 und mache denselben Test nochmal. Und das könnte ich jetzt machen, ja, solange bis die Karte voll ist, denn der Speicherkartencontroller in der X-H2 schafft mit CF Express Speicherkarten über 1 GB pro Sekunde abzuspeichern.
Mit den verlustfallkomprimierten RAW-Daten kommt ihr da nicht ran. Mit den RAW-Bildern auch nicht. Ich habe es wirklich nur ausreizen können mit RAW plus JPEG bei mir mal im Test und dann halt auch mit 20 Bildern pro Sekunde, also wirklich den maximalen Qualitätseinstellungen, die ihr so irgendwie hinbekommen könnt, und dann kommt ihr da irgendwie mit ran. Also wird langsam witzlos. Wie gesagt, ihr könnt das wirklich machen, bis ihr, ja, wie ihr lustig seid, bis die Speicherkarte einfach voll ist. Deswegen mein Tipp, wenn ihr richtig schnelle Speicherkarten sucht, schaut mal jetzt oben in die Infocard rein. Wir haben ein paar CF Express Karten für euch getestet. Da habt ihr auch so die drei schnellsten Modelle, die wirklich die Kamera komplett ausreizen können. Wenn ihr sagt, ja, mir reichen die 3-4 Sekunden Dauerfeuer oder was auch immer aus, gar kein Thema. UAS2 Speicherkarten sind auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Allerdings vielleicht eher Mittelklasse-Modelle, ja, kann man auf jeden Fall dazu greifen, müssen nicht die allerschnellsten sein. Auch da haben wir einige getestet, auch die findet ihr jetzt hier nochmal oben in der Infocard drin verlinkt oder natürlich auch unten beides in der Videobeschreibung drin. Weiterhin, Autofokus, natürlich eine ganz große Neuerung an der Fujifilm X-H2, X-H2S. Man muss dazu sagen, die X-H2S und X-T5 sind noch ein bisschen besser, was den Autofokus angeht. Die X-H2 ist minimal schlechter in den meisten Bereichen. Sie hat natürlich ihre Vorzüge durch die hohe Auflösung, wenn sie sehr feine Texturen sind. Da kann sie noch ein bisschen besser scharf stellen als die X-H2S, aber an und für sich sehr ähnlich. Ihr habt das Tracking drin für so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Das heißt Menschen, Tiere, Fahrzeuge, also Autos, Fahrräder, Züge, Flugzeuge. Also da wird wirklich einiges erkannt. Allerdings hat die Kamera dieselbe Schwäche wie die X-H2S und X-T5. Wenn ihr mehrere der zu trackenden Objekte im Bild habt, also mehrere Autos, die irgendwie rumfahren, mehrere Züge im Bild, was auch immer, springt die Kamera im Tracking relativ wild zwischen den verschiedenen Objekten und kann sich nicht so richtig an einem festklammern und sagen, das track ich jetzt. Das ist kein Problem an der Rennstrecke, also wenn ihr jetzt ein Auto habt und das ist relativ allein auf der Rennstrecke oder ein Motorrad und das fährt um die Kurve rum, das kann die Kamera wundervoll nachvollziehen oder nachverfolgen, oder ein Flugzeug im Landeanflug, da ist ja auch nichts an Ablenkung links und rechts, das geht schon. Aber sagen wir mal, ihr seid jetzt Planespotter am Flughafen und da rollen jetzt mehrere Flugzeuge oder im Hintergrund steht auch noch eins, dann kann schon sein, dass die Kamera einfach mal von links nach rechts oder wieder von rechts nach links springt. Also nur um zu sagen, der Autofokus ist gut, aber sicherlich noch nicht perfekt. Das Gute ist, da kann man per Firmware, upsala, sicherlich noch einiges machen, und Fujifilm hat in den letzten Jahren auch gerade in Sachen Autofokus, auch nach Veröffentlichung, noch einiges in Sachen Firmware gemacht. Also ich bin guter Dinge, dass das Video hier vielleicht in einem Jahr getestet ein bisschen anders ausfallen würde, als es jetzt der Fall ist. Jetzt aber zum Videomodus der Fujifilm X-H2. Wir haben es jetzt mal im Test zusammen mit dem Fujifilm 23mm F14R LMWR, langer Name, aber sozusagen die aktuelle Variante. Auch gut, um mal den Video-Autofokus testen zu können. Gerade mal gefilmt bei einer Blende von 2.0, damit ihr auch den Video-Autofokus noch einmal seht. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zum Videomodus zu erzählen. Wir filmen jetzt gerade alles 4K und 50 Bilder pro Sekunde. Da habt ihr einen ganz leichten Crop drin von so 1,1-fach. Ihr könnt auch ohne Crop arbeiten, wenn ihr mit nur 30 Bildern arbeitet oder maximal 30 Bildern pro Sekunde. Ihr könnt aber mit 30 Bildern pro Sekunde auch im High-Quality-Modus nochmal arbeiten. Da nimmt die Kamera intern in 8K auf und bricht das Ganze auf 4K runter. So eine Art Supersampling oder Oversampling, das genutzt wird. Sieht dann einfach noch detaillierter aus, was rauskommt. Oder ihr könnt natürlich auch einfach in 8K filmen. Oder optional auch in 6,2K. Ihr könnt via HDMI sogar RAW-Video ausgeben in 8K. Also ihr merkt schon, da sind euch fast keine Grenzen gesetzt, was das angeht. Und ich muss auch sagen, wir haben mehrere Reviews auch gedreht in 8K-Video mit der X-H2, unter anderem zur X-T5. Und wir haben drei Videos am Stück gedreht, relativ lange. Der Akku hat komplett durchgehalten die gesamte Zeit, war dann auch ziemlich am Ende, aber ich sag mal, nicht schlecht. Wir hatten keine Hitzeprobleme. Okay, zugegeben, es war auch Herbst. Es waren so, ich glaube, an dem Tag 16 Grad bis 18 Grad. Da hätte ich es jetzt auch nicht erwartet. Es gibt optional noch einen Lüfter, den ihr hinten aufstecken könnt. Da, wo halt aktuell das Display ist. Ihr braucht kein Kabel oder so dafür. Das geht dann über eine kleine Kontaktreihe, die eingebaut wurde. Oben ist dann halt gerade, ich denke mal, eher im Sommer bei 25, 30, 35 Grad oder einem sehr warmen Filmset vielleicht noch ein bisschen rauszögern zu können. Aber wie gesagt, zumindest bei uns gab es keine Hitzeprobleme. Da muss man vielleicht einfach auf neue Tests warten, die dann im Sommer rauskommen, die dann zeigen, ob es da vielleicht denn bei höheren Temperaturen ein bisschen kürzer läuft. Aber auf jeden Fall schon mal ein sehr schickes Paket für die Leute, die gerne ein bisschen mehr Nachbearbeitung machen möchten. F-Log2 ist mit drin, also ein sehr entsättigtes Profil, das Fujifilm da wieder mit reingebracht hat.
abseits der ganzen RAW-Video-Geschichte. Und ihr könnt sehr, sehr viel drin konfigurieren. Also wenn ihr sagt, ich möchte in H264 Film mit 8-Bit, kein Problem, H265 mit 10-Bit, kein Problem. Ihr könnt umschalten zwischen 420 und 422 unter Abtastung. Ihr könnt die Bitrate ziemlich frei wählen in den meisten Modi, also 50, 100, 200, 360, 720 Mbit. Bis 360 Mbit auch mit SD-Karten, alles darüber dann nur noch mit CF Express. Also ihr seht schon, da geht so einiges. Die einzige Sache, die ich nicht ganz verstanden habe, warum man intern kein RAW-Video aufzeichnen kann, denn der Speicherkartencontroller mit knappen Gigabyte pro Sekunde wäre auf jeden Fall flott genug. Canon und ein paar andere haben das ja auch schon im Angebot, dass man das halt auf CF Express aufzeichnet. Die haben das eigentlich nur deswegen auch den Controller überhaupt drin verbaut. Also da könnte Fujifilm vielleicht irgendwie nochmal mit einem Firmware-Update, vielleicht geht das ja sogar irgendwie ran. Aber sonst gibt es im Videomodus nicht wirklich was zu kritisieren. Und ihr seht es auch mit Bildstabilisierung, also auch bei nicht stabilisierten Objektiven, könnt ihr natürlich arbeiten. Kopfhörerausgang, Mikrofoneingang und, und. Das ist eine ziemlich potente Videokamera, die Fujifilm draußen hat und wie ich finde, mit einer sehr tollen Dynamik. Also jetzt bei der Szenerie zum Beispiel hätte ich irgendwie im Hintergrund was, wo ich mir denken würde, bei der Sony wäre das schon wieder ausgebrannt. Zumindest finde ich gerade die Sony-Kameras sind da oft ein bisschen sehr tricky, wenn es nicht gerade die Alpha 7S III ist. Also auch das hat man hier wirklich toll hinbekommen. Mein Fazit zur Fujifilm X-H2. 2249 Euro, das ist die UVP der Kamera und aktuell auch so grob der Ladenpreis. Viel hat sich da noch nicht getan. Ist es sein Geld denn wert? Kommt drauf an, ist natürlich für eine APS-C-Kamera relativ viel. Auf der anderen Seite ist es eine der derzeit besten APS-C-Kameras, die ihr bekommen könnt, vor allem natürlich in Sachen Auflösung. Sicherlich in Sachen Geschwindigkeit hätte man schon eher Konkurrenz, was die Canon EOS R7 angeht. Die ist ja mit 32 Megapixeln auch noch ziemlich hochauflösend. Aber nichtsdestotrotz. Verglichen mit der Fujifilm X-T5 würde ich sofort zu der hier greifen. Ich weiß, einigen Leuten gefällt das Bedienkonzept der X-T5 besser oder das Kipp-Display hinten, was auch immer. Ich persönlich drehe unschwenkbar, gerade zum Film oder über Kopf oder was auch immer, finde ich das persönlich gar nicht schlecht. Ihr habt ein Schulterdisplay dazu, sie ist 8K videofähig, ihr habt den CF Express Speicherkartencontroller, der deutlich mehr Geschwindigkeit hat und so weiter und so fort. Also für mich ist es einfach die ein bisschen erwachsenere Kamera. Ihr habt einen schönen großen Handgriff, die liegt halt einfach gut in der Hand, auch wenn das Objektiv vorne ein bisschen schwerer ist. Also für mich ist es ganz klar das Flaggschiff bei Fujifilm und wie gesagt, ich würde es der X-T5 immer vorziehen, aber ich weiß, sehr kontrovers. Einige Leute sagen auch so, das ist jetzt eher videozentrisch, die X-T5 ist eher fotozentrisch, aber das fand ich irgendwie persönlich immer schon so ein bisschen Unsinn, denn wie gesagt, auch zum Fotografieren, ja, länger anhaltende Serienbildaufnahmen, ein bisschen größerer Puffer, CF Express, schöner in der Hand liegt mit großen Objektiven, hat sie auch im Fotosegment durchaus Vorzüge. Wie seht ihr das? Lieber die X-H2, lieber die X-T5 oder eine ganz andere Kamera? Worauf sitzt ihr da eher? Schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare hinein.